Wenige Tage nach der Show fliegt Vicente im Frühling 96 nach Mosambik. Viele Jahre hat er seine Heimat nicht gesehen. Erste Station der Reise, Maputo, die Hauptstadt. Jahrzehnte wurde Mosambik von Befreiungs- und Bürgerkriegen beherrscht. Nach dem Scheitern des staatswirtschaftlichen Sozialismus schlossen 1992 die rivalisierenden Kriegsparteien Frelimo und Renamo Frieden. Ein leichter wirtschaftlicher Aufschwung ist spürbar, trotz Naturkatastrophen und Devisenengpässen. Nach den ersten demokratischen Wahlen herrscht relative Ruhe im Land, das noch immer zu den 20 ärmsten Ländern der Erde zählt. Cecilio Vicente entdeckt seine Heimat neu. Der Modemacher hat heute einen anderen Blick auf die Dinge des Alltags als der Schüler Cecilio von damals. Gegenstände, die er hier auf dem Markt in Maputo kauft, werden später schmückende Details in seinen Schoß sein. Vicente genießt die ersten Stunden in der ostafrikanischen Millionenstadt Maputo. Er ist fasziniert vom hauptstädtischen Alltag, der auch ohne Zebrastreifen, Ampeln und Strafmandate zu funktionieren scheint. Feierabend am Rande der Stadt. Der Mann mit der weißen Mütze wirkt für die Leute auf der Fähre sicherlich mehr wie ein Tourist und nicht als einer von ihnen. Für Vicente ist dieser Abend am Indischen Ozean eine sentimentale und besinnliche Stunde. Er erinnert sich an 1988, als man ihn plötzlich aus der DDR zum Militärdienst nach Maputo holte, wo er ein knappes Jahr die Kaserne nicht verlassen durfte. In den politischen Wendewirren beider Länder gelang ihm in letzter Minute die Rückkehr nach Deutschland, wo er als Schlosser in einer Chemnitzer Textilfabrik zu arbeiten begann. Über die dramatische Reise und seine märchenhafte Karriere zum Modemacher erzählte er in einer Sendung des mosambikanischen Fernsehens. Vamos ver então algumas passarelas, alguns desfiles da moda, daquilo que o Vicente propõe como estilista. Auch der Geschäftsmann Vicente ist in Maputo unterwegs. Seit seinen Erfolgen in Deutschland träumt er davon, hier eine eigene Boutique zu eröffnen. Also schaut er sich um und schnüffelt bei der Konkurrenz. Es gibt zwar ein paar, drei, vier gute Boutiquen, aber das ist, sagen wir mal, ist alles Konfektion, also Massenware. Und ich weiß nicht, ob das ist ja, ich will und wollte auch jetzt die Zeit nutzen, wenn ich hier bin, um mein Konzept mal durchzugehen, ob es Sinn macht, hier eine Boutique aufzumachen oder nicht. Ob sie überhaupt die Leute, so, ob die Leute überhaupt solche Sachen tragen wollen und vor allen Dingen, ob sie sich sowas leisten können. In Maputo gibt es nur wenig betuchte Leute. Wollen sie sich außergewöhnlich kleiden, fliegen sie nach Südafrika, Spanien oder Portugal. Eine eigene afrikanische Mode, in der kulturelle Traditionen des Landes sichtbar werden, findet man hier in den Geschäften nicht. Vicente entdeckt diese Elemente praktisch am Straßenrand und nimmt sie mit nach Deutschland als Anregung für seine Kollektion. Ja, mich hat es ja auch gewundert, dass die Leute relativ wenig afrikanische Sachen bei sie haben oder es relativ wenig afrikanische Sachen zu kaufen gibt, weil wir sind ja eigentlich in Afrika und ich weiß nicht, woran es liegt, dass sie eben die Kultur, die eigene Kultur dann nicht so rübergebracht wird. Und es könnte schon so sein, dass ich, wenn ich jetzt hier dann eine Boutique aufmache, dass ich allein durch diese Accessoires, die ich mache und auch die Schnittweise und die Formen, dass ich da dann doch mehr Afrikanisches reinbringen würde als viele Boutiquen, die hier sind.
In seiner Berliner Show wird deutlich, obwohl Vicente den klassischen Stil bevorzugt, findet man besonders in den Accessoires immer wieder die Sprache seiner afrikanischen Heimat.